Lasciatemi cantare. Sie springen ja immer früher aus den Federn, Monsieur Fabrizi. Ja, wie heißt es bei uns? La mattina è la madre delle grandi vittorie. Sì, capito. Ciao, Mama. Ich werde in Rente gehen. Die Entscheidung bei der Wahl meines Nachfolgers wird mir aber überlassen. Der Bessere von euch gewinnt. Okay, wo soll ich unterzeichnen? Seit 10 Jahren schufte ich hier wie ein Tier, während der seine Sätze beendet mit Ciao, Bella. Ciao. Ich weiß nichts über dein Leben, Dino. Ich würde gerne mal deine Eltern kennenlernen. Ah ja. Murat. Mein Murat. Wie geht's, Mama? Seit 5 Jahren decke ich dich jetzt. Ich hab doch keine Wahl. 45 Wohnungen, 45 Selbstauskünfte, ich weiß. Und ständig die gleiche Antwort. Tut uns leid, heißt Araber unerwünscht. Also, Murat, wann lernen wir deine Verlobte kennen? Deine Mutter hat recht, hä? Wo ist Madame Ben Saud? Moment, ist das jetzt ein Familienessen oder ein Verhör? Papa! Los! Wo liegt das Problem? Ich habe meinem Vater versprochen, für ihn den Ramadan zu machen. Du scheinst ja nicht gerade begeistert zu sein. Aber doch, klar, es ist nur... Kannst du voll vergessen. Das schaffst du nie. Bei dem Leben, das du führst, gebe ich dir keine 2 Tage. Weder essen noch was trinken. So lahm habe ich dich noch nie erlebt. Du bist ganz rot. Trink was. Nein, ich vertrage keine Spurenelemente. Abstinenz. Was ist denn los? Kundentermine um 5.58 Uhr habe ich noch nie erlebt. Was dir das Leben schwer macht, ist nicht die Religion, ne? Das sind deine vielen Lügen. So zu tun, als wäre ich Italiener und gleichzeitig den Ramadan zu machen, ist ein bisschen viel auf einmal. Bist du kein Italiener mehr? Aber doch, Schätzchen. Aber doch. Atini sukkam in fadlak. Hier. Sprechen Sie vielleicht Arabisch? Nein, ich meine Shukran, Shuya, Labas. Was war das gerade? Sprich mit deinen Eltern, Murat. Auf keinen Fall. Was hast du jetzt vor? Improvisieren. Findest du nicht, dass du schon ein bisschen lang improvisierst?